Willkommen zurück hier bei Let's Play mit eurem Solitary. Weiter geht's im Spiel The Elder Scrolls 5. So, willkommen hier zurück zu Part 4. Also, wir wollen mal gucken, was jetzt in dem Käfig ist. Weil ja, in Part 3 hatten wir ja geendet mit dem Käfig. Ist da irgendwas sozusagen? Oder wie auch immer. Naja, gucken wir einfach mal. Na, drücken wir mal die Escape-Taste. Ich werde das blutig. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Irgendwie bin ich jetzt auf Schleichen. Naja, da gucken wir mal in den Einstellungen nach. Audioanzeige, Gameplay. Speichern im Menü alle 15 Minuten, da bin ich begeistert. So, Laden, Steuerung. Ja, okay. Dann halt nicht. So, dann schauen wir mal einfach mal so ein bisschen. Fähigkeit, Objekte. Ne, das war's nicht. Ah ja, hier kann man Mandel ranzoomen, rauszoomen, reinzoomen, rüber und überzoomen. Ich hätte aber gerade mal mehr interessiert, wie man rennen kann hier. Irgendwie ist es nämlich ja. Tja. Du trägst zu viel, du kannst nicht rennen. Ah ja. Da haben wir das Problem, ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Tja, dann gucken wir mal in den Gedöns. Essen, Zutaten, sonstiges. Mit 318. Ja. Oh, ich habe die Dreche gefunden. Bügeleisen. Tja. Bum, 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 bum. Bekleidung. Ich glaube, wir haben mal ein bisschen Bekleidung weg. Ach so, das ist viel wert. Das ist schon mal kein Wert, aber auch kein Gewicht, aber kann man auch eigentlich auch fallen lassen. Pop, weg. Was haben wir hier? Oh, weg. Kaiserliche irgendwas. Weg. 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 Das ist auch wert. Ding. Wert 5, 2 weg. So, Rüstungen. Oh ja. Das ziehen wir mal an. Das hat ein bisschen mehr Leistung. Und das ziehen wir auch an. Gut. Und das ziehen wir an. Ich ziehe einfach mal alles an. Ein Offiziershelm. Jawohl. Das wird nochmal besser hier. Was haben wir hier? Das kann man nicht gebrauchen. Gut. Tja, Waffen können wir mal gucken, ob wir da irgendwas Neues haben. Eisendolch hat einen Wert von 10. Gewicht von 2. Haben wir 4 Stück. Die schmeißen wir schon mal weg. Strahl durch. Wert von 18, 23. Ja. Ein Streitkolben. Na gut, ich halte jetzt nicht so viel von Streitkolben. Oh, man nimmt noch bald eine Trotzing, weil wegen und so, ne? Na, da gucken wir halt nochmal bei sonstiges, ob wir da irgendwas. Kreuzlicher Topf. Gewicht 6, Wert 8. Gewicht 3 und Ding, Ding. So, das ist eigentlich alles leicht, hat auch kein Wert und das, was Wert hat, ist natürlich schwer. So, Bücheleisen. Na gut, nehmen wir mal schon wieder Platz geschaffen. Egal, weiter geht's. So, aufschließen. Na nü, benutze die Maus, um den Strich drehen. Ah. Um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an den richtigen Position befindet, desto. Dun, 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 dun. Weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. So, dun, 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 dun. Ah ja, okay. Mit Tab zurück. Okay, dann probieren wir es einfach mal. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das hier funktioniert.
Bing, war weg. So, gut, dass wir mal drüber geredet hätten. Dietrich drehen. Bing, war weg. Hör ich dir noch von den Dietrichen? Dietrich übrig, den Schlecken, da bin ich begeistert. Tja, man sollte halt nicht so weit. Ach! Es ist zum Geomelden. Na, offen! Na, geht doch wohl nicht leise. So, nach vielen Dietrichen mehr habe ich es endlich geschafft. Den mag ich durchsuchen. Was haben wir denn so? Eine Vizenkapuze. Wir nehmen einfach mal alles mit. Da ist er wieder nackig, der gute Mann. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Kohle, Money, Money, Money. Jawohl, können wir brauchen. Ich bin wieder zu schwer. Ich bin begeistert. Also gehen wir mal wieder hier ins Inventar, aus bei Sonstiges und schmeißen. Aber wir geben den einfach mal so einen gusseisernen Topf, da freut er sich bestimmt auch. Da kann er, wo auch immer, irgendwas kochen. So. Weiter geht's. Suchen wir mal die Leute auf. Wo sind sie denn hin? Da, das ist ein Weg. Natürlich nehmen wir alles mit. Ehe lesen. Na gut, dann lesen wir jetzt erstmal das Buch durch. Viel Spaß für jeden. Das Buch des Drachenblutes von den... Aha. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaiser regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffes wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen. Oh ja. Und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten des Drachenbluts gezeichnet wurden. Na gut, ich denke mal, man kann sie jeder noch durchlesen selber. Das fadel ich mich auch wund und dämlich. Ach, lesen ist schon was Schönes. So, 5, 4, 3, 2, 1, ich blätter um. Ich hoffe mal, dass es nicht zu viele Seiten sind, sonst würde es sicher den ganzen Rahmen sprengen. Dam, da, dam. So, ich blätter einfach mal so ein bisschen weiter. Warte, wer es lesen kann, kann ja auf Stopp drücken. Ich denke mal, sonst springen wir hier unseren Part einfach nur mit einem Buch. Oh Mann. Das artet in der Geschichte aus, eindeutig. Hier fehlen eindeutig die Bilder. Das würde die Sache wahrscheinlich etwas interessanter machen. Aber die Zeit läuft und läuft. Und läuft. Vor allem hier auf deiner rechten Seite, das wird ja gar nicht weniger. Letzte Seite. Ja, wir haben es geschafft. Okay, wir nehmen es mal mit. So, wie gesagt, wer das lesen wollte, kann ja auf Stopp drücken und sich das nochmal durchlesen.
Wir wollen ja hier unseren Part nicht so. Ein Schild, ein Schild, ein Schild. Mitnehmen und damit bin ich wieder einfach überfüllt. So, jeder kennt das Spielchen. Wir drücken wieder auf I. Und gehen auf Sonstiges und schmeißen eigentlich alles sinnlos raus. Was zu viel Gewicht hat, immer den Gusseisentopf. Ah ne, auf E drücken. So, und ein Eimer. Ne, aber. Was hat noch Gewicht hier? Oh ja, Kessel raus. Ja. Bücher, Zutaten, Essen. Waffen. Ja. So, ich würde. Ach, nein. Ich bleibe ja nicht Schwerten. Ich bin immer so ein Schwerttyp. Die haben auch Gewicht, die Dinger. Ja, den müssen wir wert. Na gut, dann müssen wir uns mal von dem Schwert trennen. Eins. Und von noch im Schwert. Gut, schade drum. Hätte ich gerne mitgenommen. Was soll's. Kling. Fliegt alles hin. Oh, halt, halt, halt. Ein Buch. Ach, wieder was zum Lesen. Na gut, ich blätter wieder durch. Wie gesagt, wer es lesen kann, will, muss einfach auf die Play-Taste drücken, damit das Bild angehalten wird. Wieder ein Buch ohne Bilder. Ich finde, man sollte in solchen Spielen auch Comics mit rein tun. So, vor allen Dingen sehen die Bücher alle gleich aus. So. Ah, gut. Wir nehmen es mit. Weg geht weg, war's. So, okay. So, dann wollen wir mal hier weitergehen, damit wir überhaupt noch was von dem haben. Dum, 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 dum. So, da ist nichts drin. Nee. Da sieht es nicht so aus, dass irgendwas Wertvolles drin, um nochmal 5 Dietriche zu zerklappen. Na ja, gut, das Bild holt, aber naja. So. Da verrennt die Zeit auch schon wieder. Besuchen. Ja. So, ich würde sagen, da mir hört, dass da ich hier mein Part 3 schön gekonnt vergeigt habe, indem ich Bücher gelesen habe, was natürlich bestimmt auch hochinteressant für alle Leseratten waren und ich wieder mal zu schwer bin, würde ich sagen, war es das erstmal hier mit dem Part. Und man sieht sich dann zum nächsten Part, hoffentlich mit weniger Büchern und mehr, was auch immer. Ciao, ciao, euer Solitary.